Die bisherigen europäischen Sanktionen gegen Russland sind eine einzige Katastrophe. Vor allem auch, weil sie überhaupt kein Ziel haben. Wenn man die sich im Detail anschaut, dann sagen sie vielleicht, dass die russischen Eliten bestraft werden sollen für die Aggression gegen die Ukraine. Aber es wird kein klares, erreichbares Ziel definiert. Und wenn wir eines gelernt haben aus den Sanktionen der letzten 70 Jahre, ist, dass sie nur dann erfolgreich sind, wenn sie sehr klar ein Ziel definieren und auch sagen, diese Sanktionen werden wieder aufgehoben, wenn das Ziel erreicht ist, wenn das Zielland entsprechend handelt. Das ist alles nicht gegeben. Außerdem haben diese europäischen Sanktionen bisher so unfassbar viele Löcher wie ein Schweizer Käse. Das liegt vor allem daran, dass eben diverse europäische Firmen und Millionäre geschützt werden sollten, sodass sie gar nicht wechseln werden können. Wir brauchen endlich eine ernsthafte Diskussion in Deutschland über ernsthafte, wirksame Sanktionen. Seit über 10 Monaten liegt da ein toller Vorschlag auf dem Tisch des französischen Ökonomen Thomas Piketty, der gesagt hat, das Herz und der Kern der russischen Wirtschaft, das sind die 20.000 Multimillionäre dort. Wenn wir die auf die Sanktionsliste setzen, dann haben wir eine Chance, wirklich dem Kreml die ökonomische Basis zu entziehen und Druck auszuüben. Das müssen wir versuchen. Da müssen wir endlich hier auch in Deutschland drüber reden. Konkrete, wirksame Sanktionen, die gezielt auf den Kreml wirken.